zusammen und willkommen zurück zu NHL 17, unsere Karriere mit dem HC Davos hier auf Wi-Fi, die absolut beliebteste Serie auf meinem Kanal. Hätte ich niemals erwartet, aber umso mehr freut es mich natürlich, dass euch das Spiel gefällt, hier mit mir zusammen zu zocken. Und ihr habt auch immer wieder geile Vorschläge für neue Spieler für unseren Club. Und somit habt ihr auch beim letzten Mal 3 Vorschläge gebracht, ob ich einen von den Spielern hinzufügen konnte, oder vielleicht auch alle. Das erfahren wir gerade. Zuerst aber, welche Spieler sind gewünscht worden. Zum einen der Noé Besatz, hat gewünscht, dass wir den Gaetan Hart von Biel holen, weil er der HCD auch in Real Life ja Interesse an dem Spieler hat. Dann hat der Jani UHC gewünscht, dass wir den Linus Glasner von Lugano holen, also einen weiteren Spieler von Lugano zum HCD. Laut Lugano den auch gehen, wir wissen nicht, aber bald, denn jetzt kommt der dritte Vorschlag, den es gegeben hat. Und zwar hat der Carlo Crafter 86 gewünscht, das ist der Julien Sprunger von Fribourg-Gotteron zum HCD soll probieren zu lotsen. Ob das jetzt klappt, das haben wir erfahren. Wir schauen jetzt unsere Reihen an. Und da seht ihr, der Glasen, jawohl, der hat geklappt, den haben wir können zum HCD locken. Ja, ist ein Kampf gewesen, aber wir haben ihn gekriegt. Und auch der Gaetan Haas. Ja, Gaetan Haas, so heisst er. Es gibt ein Problem mit dem Namen. Wieso? Das ist ein ganz normaler Name. Meine Güte. Aber egal, wir haben ihn gekriegt. Somit haben wir einen neuen Center für unsere 4. Reihe. Also recht gut aufgebessert ist jetzt hier der HC Davos. Aber der Julien Sprunger, wo ist der? Der ist nie. Den habe ich leider nicht gekriegt. Aber ich finde es auch nicht wirklich so tragisch, denn wir haben auf der rechten Außenposition extrem viele gute Spieler. Mit Marc Wieser hier, mit Klingberg, mit Amberg und mit Brunner. Ich muss sagen, unsere rechte Seite ist einfach top besetzt, wo man Verstärkung könnte brauchen. Wäre vielleicht auf links oder auf der Center-Position noch, aber ich finde auch sonst, unser HCD sieht einfach richtig geil aus. Und mit dieser Mannschaft, mit dieser aufbesserten HC Davos-Mannschaft, machen wir jetzt unser erstes Spiel gegen Ambri Piotta. Und da startet das Spiel gegen den HC Ambri Piotta. Wir müssen einfach das Bulli gewinnen und das ist auch der Fall. Aber wir verlieren die Scheibe gerade wieder. Das gefällt mir nicht. Und gerade wieder, einfach nicht gerade das erste Goal, wenn wir wieder den Hiller im Goal. Das heisst, jetzt müssen es eigentlich wieder gut gehen. Er kriegt somit seine nächste Chance und jetzt können wir endlich den Angriff starten. Wir drehen uns ab, sehr schön. Aber wir verlieren gerade die Scheibe. Völlig ein Angriff hier von Ambri. Und da kommt der Querpass und da ist 1:0 für Ambri. Was läuft jetzt da wieder falsch? Unglaublich, wir gehen immer wieder in der letzten Zeit in Rückstand. Wir kommen in Rückstand. Das ist richtig scheiße, du. Einfach das Bulli nicht verlieren. Einfach das Bulli nicht verlieren. Und wir verlieren es. Und da kommt der Schuss und der wird blockt. Aber Ambri bleibt wieder an der Scheibe. Wieder Schuss und 2:0. Was läuft da? Das kann es doch nicht sein. Schon 2:0 im Rückstand. Bulli gewonnen. So, jetzt kommt. Zack, Pass über und schon Pass. Und jetzt schiessen wir rein. Nein, der Goalie hat und Abpraller kommt. Ah, wir haben jetzt die Scheibe. Sind doch gefährlich. Jawohl, und jetzt rein mit der Scheibe. Nein, Abpraller auch nicht. Ah, schön, Scheibe erkämpft. Und jetzt hauen wir rein. Nein, Abpraller, jawohl. 1:2. Anschlusstreffer. Sehr wichtiges Goal. Sehr wichtiges Goal. Und jetzt kommen wir zurück. Jetzt zeigen wir Ambri, der Meister. Oh, Chiva zurückerobert, aber da ist alles eng. Also machen wir das Backhand oder so, mit Glück auch nicht. Aber wir haben noch Chiva. Und jetzt, bam, rein. Jawohl, mit Asag. Ausgleichstreffer 2:2. Und was ist das für ein geiler Slapshot von Dino Wieser. Mit dem 2:2 gehen wir ins Dritte und somit der letzte Drittel. Und das müssen wir jetzt für uns entscheiden. Wir haben das 2:0 können aufholen und jetzt müssen wir uns nur noch für die Kohle, aber wenn Ambri es so spielt und so Zeugs macht und Kischer schießt, schaffen wir es nicht, der Fuck, hey. Geben wir gerade die direkte Antwort. Kommt, Pass in die Mitte, Schuss. Aber der Schuss, mal, wir haben Schieber noch und jetzt hängt der Schuss und rein. Nein, der wird irgendwie noch abgelenkt, aber komm, wir haben Schieber. Jawohl, und jetzt rein. Nein, auf der Kohle. Komm rein, drücken die Schieber rein. Nein, ey, was la, Fuck. Jetzt haben wir aber Platz. Jetzt haben wir aber richtig Platz. Abdrehen und jetzt passen und schiessen. Und da haben wir wieder den Ausgleich zum 3:3. Yes, das hat sich gelohnt. Das ist, glaube ich, sogar entweder das Glasen oder der Brunner. Ich weiß nicht, sehen wir jetzt gerade. Es ist der Brunner gewesen. Jawohl. Natürlich darf das nicht fehlen, dass wir eine Strafe kassieren in einem Spiel. Und da kassieren wir gerade das Goal. Was war für ein Drecksgoal gewesen? Fick die Mann, ey!
Was ist mit dem Hiller los? Der lässt so viele Eier rein. Hey. Nicht zum Glauben. Oh, jetzt sind wir durch. Komm, jawohl. Zack, Pass, Schuss und Ausgleich. Yes, 4 zu 4. Aber wir können immer nur Ausgleich. Wir müssen endlich auch mal Führung machen. Das wäre so etwas von wichtig. Oh, schön erobert. Und jetzt rein. Nein. Komm, hol die Scheibe. Jawohl. Und jetzt aber rein. Direkt in der Fanghandschuhe vom Goalie. Oh, wir haben Scheibe. Wir haben sie. Querpassen, Schuss und da haben wir den Führungstreffer. 5 zu 4. Endlich sind wir in Führung. Und das nicht einmal mehr eine Minute zum Spielen. Hey. Meine Güte, hey. Das Spiel ist auf Messers Schneide. Danke, Dick Ackles. Oh, keine Ahnung, was ich einfach den Namen nicht können aussprechen. Können wir gerade das nächste Goal schiessen. Auf jeden Fall haben wir die Chance und... Boah, meine Fresse, was ist das für ein Hammer gewesen? Zum 6 zu 4. Meine Güte, wer ist das gewesen? Patrick Zachrisson, meine Güte, der Hammer. Schauen wir uns gerne mal an. Bam! Und rein. Keine Chance für die Zurkirchen. Oh, was für ein Fehler. Können wir das gerade ausnutzen? Jawohl, wir können es ausnutzen zum 7 zu 4. Jetzt sind wie viel? 10 Sekunden gespielt, 3 Kisten gemacht. Wenn das immer so wäre, dann würden wir ja 100 zu irgendetwas gewinnen und der Damian Brunner macht, ich glaube, sein Hattrick sogar klar. Und wie geil. Ein bisschen Glück dazu, aber egal. Es ist 7 zu 4. In noch 8 zu 4 schießen, das wäre der Oberhammer, aber das klappt leider nicht. Pass rein? Nein, schade. Wir sind bereits im nächsten Match gegen den SL Tigers, nachdem wir ja Andri mit 7 zu 4 weggetatscht haben. Hoffentlich läuft es jetzt besser und wir müssen nicht wieder so lang an einem Rückstand hinein. Und Pam rein, nein, Pfostenschuss, wäre das ein Traumstark gewesen. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schön Hiller, weg mit dieser Scheibe, gerade schnell weg, aber nicht so schwach weg. Jetzt haben sie wieder die Scheibe. Schön, Hiller. Jawohl, so werden wir die sehen, Hiller. Genau so. Und was werden wir auch genau so sehen? Genau, wir werden auch genau so sehen, auch, dass wir eine Kiste machen können mit diesen Moves. Aber nein. 2 gegen 1. 2 gegen 1. Und dennoch in Unterzahl unter Hiller ist da unsere Rettung bisher. Nein, nein. Wow, Hiller, der Hiller, jetzt ist er wieder in Topform, so gefällt er mir. Der Pass ist gefährlich, der ist sehr gefährlich und das machen sie sehr gut, aber wir verteidigen da noch besser und können gerade den Konter fahren. Zack, verarschen, nein, aber hol dir die Scheibe, ja voll. Und wieder Strafe, wir kassieren schon die 50. Strafe in dem Spiel im ersten Drittel, was läuft? Zweites Drittel fängt an, 5 gegen 3 für Tigers und dann gewinnen wir das Anspiel und können da vielleicht gerade Angriff richtig starten, so komm, setz sie durch, jawohl, und macht Goal, jawohl, 1-0 und das in doppelter Unterzahl. Meine Güte, ich kann gar nicht mehr reden, weil es einfach nur geil ist, dass wir in doppelter Unterzahl den Führungstreffer erzielen und wer ist der Mark Eschlimann. Yes, wie geil, ey. Oh nein, schlechter Scheibenverlust und gerade der Ausgleich. Weil ich so schlecht gespielt habe, kommt gerade der Ausgleich. Führung, Ausgleich. Fuck noch einmal. Können wir gerade wieder Führung machen? Können wir sie gerade wieder machen? Auf jeden Fall ein schöner Trick. Jawohl! Und 2 zu 1. Schönster Goal von der heutigen Episode. Kann man mit Recht und Fug. Und ich kann heute einfach nicht reden. Man kann es aber überhaupt sicher. Das geilste Goal überhaupt. Bisher in dieser Serie vom Andres Amber. Und das geniessen wir richtig. Lang das an. Bam! Dora übrig und Backhand rein. Einfach nur richtig geile Kiste. Nicht wieder der Ausgleich. Nicht wieder der Ausgleich! Meine Güte, wir können jetzt die Führung einfach nicht halten oder ausbauen. Wir kassieren gerade wieder den Ausgleich. Unser Topscorer mit meinem Slapshot zum 3 zu 2. Also in dem Fall schiessen wir ein Traumgoal nach dem anderen. Hey, nur Traumgoals in dieser Folge. Also smashen den Like-Button für die geilen Goals in dieser Episode. Patrick Zachrisson. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, wieder Ausgleich. Ich kann's nicht glauben, wir kassieren immer wieder einen Ausgleich. Wir können die Führung nicht auf 2 Goal ausbauen. Das ist so bitter. Nein, nein! Die machen dann so einen Goal zur Führung. Das kann's nicht sein. Wir spielen so schön und dann kassieren wir wieder das Goal. Jetzt sind wir im Rückstand. Fuck noch einmal. Jetzt heisst es wieder Aufholjagd für den HC Davos im Heimspiel. Und da kommt nicht der Ausgleich.
jetzt komm, jetzt einfach zack, abdrehen, so schön und jetzt ein Goal. Nein, Abpraller auch nicht. Meine Güte, wir haben so viele schöne Goal gemacht und jetzt klappt es einfach nicht mehr. Oh, wir machen jetzt richtig Druck, jetzt kommt der Pass und jetzt kommt der Schuss und irgendwas wie Cooler Jibel zum 4:4 rein und das ist so was von verdienten Ausgleich. Oh, Fehler vom Goalie und nein, das wär's gewesen, aber genau in der Fanghandschuhe vom Goalie. Fuck. Und somit geht's jetzt in die Verlängerung 3 gegen 3 Overtime. Wir hätten die Chance gehabt. Wieso nicht 3 gegen 3? Es läuft doch falsch. Aber es läuft einiges falsch hier bei uns. Aber komm. Und jetzt Beckens leere Goal. Nein! Wieso geht der nicht rein? Zweimal nacheinander gerade Pfosten. Also wir dominieren die Overtime. Braucht der erste Pass. Und jetzt rein. Jawohl! Overtime-Sieg. 5:4. Und der Sieg ist nicht gestohlen, sondern der ist sogar wirklich ein Punktgewinn für den Gegner, mehr würde ich behaupten. Aber wir gewinnen das zweite Spiel nach Overtime 5:4. Das sind jetzt noch zwei richtig geile Hammer-Matches gewesen, wo wir sogar noch haben können gewinnen. Und die zwei Siege haben uns etwas sehr Schönes beschert, und zwar Tabellenführung. Jawohl, wir sind wieder auf dem ersten Platz vor dem SCB und am ZSC. Und genau der ZSC ist in der nächsten Folge unser allererster Gegner. Das verspricht schon jetzt eine riesen Spannung und pure Action für die nächste Episode. Denn jetzt sind wir wirklich am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so falsch ist, vergesst nicht, den Daumen nach oben da zu lassen für das Video. Ich bin jetzt draußen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao! Oh, jetzt haben es best geklappt. Sehr schön. Und jetzt Hunter kommt zu euch rein. Jawohl, und jetzt der Finesse. Yes! Was für eine geile Kiste zum 2:0 vom Alex Hunter. Jetzt hat er es auch noch geschafft, wieder sein obligatorisches Goal.